Herzlich willkommen zu Donkey Kong, also dem ersten Teil. Ja, jetzt kommt dieses Video, weil ich ab jetzt so etwas wie, naja, eine Let's-Test-Serie starte. Ich werde sozusagen viele Nintendo-Spiele oder ich versuche alle zu machen, anspielen. Vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen, wenn ich Informationen dazu habe. So, und jetzt? Also hier gibt es Donkey Kong und Donkey Kong Jr. zur Auswahl, aber ich spiele nur Donkey Kong, weil das in sich ein eigenes Spiel ist. Ich habe halt jetzt diese Classic-Version. So. Also an sich wurde es ja das erste Mario-Spiel. Was meiner Meinung nach etwas auf Glück basiert. Wie gerade die Kisten rollen. Ja, also habe ich es direkt beim ersten Versuch geschafft. So, und jetzt kommt die 75 Meter Version. Weil bei der NES Version die 50 Meter ausgelassen wurden. Man weiß ja, dass also Jumpman hieß ja in dem Spiel noch, hier an den Turm hochklettern muss. Und das geht halt immer in 25er Schritten. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich hin muss. Perfekt. Und es fängt halt mit 25 Metern an, dann kommen normalerweise 50, die aber in dem NES-Teil ausgelassen wurden. Und deswegen bin ich jetzt hier schon bei den 100 Metern. So, hier ist natürlich das Prinzip, dass man... Wie mache ich das jetzt am besten? Ja, okay, wenn er weg ist. Ist er dumm? Ach, ich kann springen! Fällt mir jetzt gerade ein. So, wie komme ich da jetzt hin, ohne dass der mich tötet? Die Charaktere sind Jumpman, Donkey Kong oder der originale Donkey Kong. Denn der Donkey Kong, den man da oben sieht, ist ja toll, heutzutage Cranky Kong. Komm her. Eigentlich wollte ich den Hammer gerade nicht aufnehmen. Danke. Seltsamer Ton irgendwie. Ich nehme es mal hin. Das Spiel kam eigentlich für fast jede Plattform raus, die es damals so gab. Zumindest gefühlt. Ach, die Zeit ist abgelaufen. Das ist das Problem, okay. Zweiter Versuch. Ja, ich habe echt lange gebraucht, aber die... Teile sind auch unvorteilhaft gelaufen, das muss ich ehrlich sagen. Komm. Ja, es geht super. Also ich wusste, dass es geht, aber ich wusste nicht, ob ich es auch schaffe. Diesmal läuft es deutlich schneller ab, das Ganze. Vielleicht schaffe ich es sogar in einem Part. Pauline, beziehungsweise wie sie anfangs hieß, Lady zu retten. Und ich hab's sogar geschafft. Ja,
Denn der wäre jetzt halt die 50 Meter ganz interessant gewesen, die aus der Version gestrichen wurden. Aber es gibt noch eine Gameboy-Version von dem Ganzen. Und da sind die 50 Meter drin. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Aber es rächt sich nicht, das ist gut. Der darf jetzt nicht darunter rollen. Okay, das ist. Was ist zur Hölle? Ach, ich muss mich echt konzentrieren, das ist. Komm. Was ist denn das? Ja, mein Stuhl wieder mal. Original kam das Spiel ja für die Arcade-Konsolen raus. Also für eine Arcade-Konsole. Ich weiß jetzt nicht die genaue Bezeichnung. Das kritisch, aber geschafft. Ein bekannter Name, ja, Atari. Also die Atari-Konsolen. Der 2 zumindest, 2600 und die andere weiß ich jetzt nicht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass ich so gut im Spiel bin. Also ich muss ehrlich zugeben, ich hatte vor der Aufnahme habe ich mal ganz kurz eine Runde angespielt, das war's aber auch. Okay, jetzt ist Jumpman schon gestorben. Das kann ich auch noch kurz erklären. Sobald man aus einer höheren Höhe springt, als Jumpman groß ist, stirbt man. Ohne Kompromisse. Okay, Glück gehabt. Was ist denn das? Zu früh gesprungen. Ja, ich hatte durch diesen. Okay, Game Over. Ja, noch eine Runde, würde ich sagen. Durch diesen Feuerball, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Hätte ich irgendwie Angst, dann zu sterben. Ach, jetzt fällt mir gerade ein. So, Game B, das gibt's auch noch. Ich weiß nicht, ob das Donkey Kong Classics exklusiv ist, aber wenn es das hier schon mal gibt, kann man das ja noch spielen, oder? Ich weiß aber jetzt nicht genau, was die Unterschiede sind. Vielleicht ist es schwieriger oder sowas. Wäre auf jeden Fall auch mal interessant. Okay, dann muss ich erstmal gucken, wie der rollt. Okay. Zack. So, muss ich auch gucken, wie der rollt. Okay, ich erkenne jetzt keinen Unterschied, um ehrlich zu sein. Ach doch, da. Da ist ein Flammenball mehr. So, vielleicht schaffe ich es diesmal wieder. Im ersten Versuch, das wäre schon cool. Okay, hier kann man immer noch stehen. Hat's geschafft, gut. So, das letzte würde mich interessieren. Okay, ist an sich auch gleich. Also ich weiß wirklich nicht, was der Unterschied ist. Wäre eigentlich ganz interessant zu wissen. Ja, jedenfalls habe ich geplant, dass. Das Ganze hier öfter zu bringen. Ach, Mist, jetzt habe ich es nicht geschafft. Also diese letzten Tests. Vielleicht ist das auch eine Taktik. Muss mal testen. Ich werde halt versuchen, die ganzen Spiele in chronologischer Reihenfolge abzuarbeiten. Ah, den Sprung gibt es hier nicht. Ja, es gibt wie gesagt noch sowas für den Gameboy. Das Spiel ist eigentlich ziemlich cool. Wie mache ich das?
Da gehe ich mal zuerst unten lang. Ach, jetzt habe ich das aufgenommen. Das ist bescheuert. Ach, da verliert man die ganze Zeit seine Bonuspunkte. Ah nein, die gehen wir dazu halt runter. Okay, das ist wie beim Gameboy-Spiel. Hab's tatsächlich nochmal geschafft. Naja, das Wichtige ist, dass man sich hier sofort wegbewegt, weil er halt sofort eins nach unten schießt. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass es original für eine Arcade. Für Arcade rausgekommen ist. Damit man nicht AFK rumstehen kann oder so. AFK, ja. Das passt so nicht ganz, aber. Ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist. Das könnte zu einem Problem werden, wird es aber nicht. Was zur Hölle? Game over. Okay, auch wenn ich die Videos immer so 20 Minuten machen wollte, hier ist es jetzt unpassend. Dann würde ich mal sagen, das war's mit dem ersten Let's Test. Ich hoffe, es etwas aktiver zu bringen. Als nächstes müsste Mario Brothers kommen. Also nicht Super Mario Brothers, sondern einfach Mario Brothers. Das könnte ich theoretisch jetzt gleich aufnehmen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.